Das ist ein schönes Ladebild. Dicker Friedhof. Kapellenruine. Grufteingang. Ausgang zum Kaufmannsviertel. Kommen wir jetzt auch zum Kaufmannsviertel? Da lang. Rettung, Schurken, Leichnam. Oh, ein Aldi. Warte mal kurz, ich brauche das andere Schwert. Komm. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch irgendwas von den Viechern. Ist das Mark? Ne, ich glaube nicht. Bin mir gerade auch nicht so ganz flüssig. Händlerviertel-Tor, da wollten wir doch hin. Da kommen wir natürlich nicht rein. Ne, war ja wieder klar. Luft müsste da hinten sein. Na komm, wir laufen einfach durchs Wasser. Ertrunkener Toter, ertrunken. Öff den doch mal. Da hat er aber eine Rutschpartie hingelegt. Zungen kann ich immer gut gebrauchen. Brauchen wir nämlich für die Schwalbentränke. Speichern tut er gerade automatisch, brauche ich nicht nochmal selbst speichern. Bei Fässer. Hab eine Fackel, pass auf. Rose. Feuerstein. Den Feuerstein lassen wir noch drin. Ja, hahaha. Klappt doch langsam. Mal ran, Kleiner. Geralt, lauf auf. Mal laufen wir ein bisschen im Kreis hier. Die HP sich ein bisschen regeneriert.
So. Man da schönes Gravier. Ein Knochen. Okay. Kann man auch noch plündern? Erstmal die Überreste. Ein Moment. So, fängt da draußen einfach einer an, Rasen zu mähen. Der Leichnam. Raimunds Leichnam. Ist der auch abgenippelt? Diamantstaub. Zugefügten Schaden um 40%. Dann müssen wir überhaupt erstmal gucken, wie wir Waffen aufwerten können. Sorry, gar nicht so ganz. Oh, ganz viel Geld. Ganz viele neue Questaktualisierungen. So, nochmal auf. Ach, wir haben bestimmt jetzt die ganzen Informationen, die der hatte, auch erhalten. Damit auch wieder ganz, ganz viele Quests freigeschaltet und auf einen neuen Stand gebracht. Das ist ja super. Kommen wir da auch mal endlich weiter. Nehmen wir mal die Lichtquelle nochmal in die Hand. Und hier nochmal ein bisschen. Ich hätte gesagt, dass du die Fackel wegpacken darfst. Einmal nochmal speichern. Besten wäre natürlich, wenn hier irgendwer einen Schwalbentrank oder sowas dabei hätte. Alle vier Fässer können wir auch durchsuchen. So nicht. Doch jetzt. Salpeter, Salpeter. Hier gibt es andauernd Salpeter. Haben wir noch irgendwie ganz viel Stress. Nehmen wir mal die etwas schnellere Variante. Gerne die Schnelltaste für die Fackel wissen. Man kann ja nicht unbedingt alles haben. Fässer. So ist nur eins davon aktiv. Also. So, die Ecke haben wir auch erkundet. Weiter. Jedes Mal packt er die Fackel weg. Scheint es nichts zu geben, außer ein Ghoul. Ja, Algur. Almigurt von Ermann. Dann ist so ein Skelett, den wir auch betrachten können. Das ist aber auch nett. Wollen wir doch gleich machen. Ah,
hat natürlich auch noch Schwarzpulver dabei. Ja, oder eine Holztruhe auf der anderen Seite. Da hat der Ghoul nichts. Wäre natürlich auch super cool, wenn man die Fackel einfach irgendwie an sich festmachen könnte, damit man nicht immer wieder zücken muss. Packt er sie wieder weg. Hier ein Windzug. Alle. Alle hört sich gefährlich an. Lassen wir einfach mal das Schwert gerade mal ausgewählt. Runen nehmen wir natürlich mit. Saphir, Gold. Sammelbein. Mitnehmen haben wir. In der Tasche. Meuchlerdeul. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir meucheln nicht. Kommen wir auch gar nicht weg. Cool. Brauchen wir doch mal eben die Fackel. Tafelwasser. Geld. Holztruhe, was haben wir hier? Schwefel. Mag Schwefel. Warum packt er die immer wieder weg? Dann müssten wir hier drin ja jetzt alles haben. Da waren wir, da waren wir. Ja. Kommen wir hier wieder raus. Vielleicht finden wir ja draußen noch ein paar Allgäuer. Ich meine, wir haben nämlich eine Quest für diese Algule. Genau. 3 Mark von den Viechern. Ich glaube, da haben wir noch gar keinen Mark von bekommen, nur halt. Doch, da. 2 von 3 haben wir. So, Geralt. Wert gehen. Da liegt noch ein Schurkenleichnam. Weißrose. Na, schauen wir uns auch mal kurz auf dem Friedhof um. Da ist ein Fass, da ist eine Holztruhe. Gehen wir erstmal zum Fass.